In wenigen Monaten beginnen die Olympischen Spiele in Peking. In einer Disziplin hat Chinas kommunistisches Regime schon jetzt eine Goldmedaille sicher. Im Einschüchtern von Menschenrechtlern und Medien. Mit prächtigen Sportstätten will sich China im besten Licht präsentieren. Doch hinter den Glitzerfassaden regiert brutale Unterdrückung gegen alle, die die vorgetäuschte Harmonie stören. Das trifft Kritiker und ausländische Korrespondenten wie Jochen Gräbert. Zwar wurde Journalisten versprochen, dass sie sich frei im Land bewegen könnten, Betonung auf könnten. Wer das Versprechen einlösen will, riskiert selbst Gewalt und Arrest. Gräbert und Kameramann Ralf Ziegenhorn wollten mit Familien von Dissidenten sprechen. Mehrmals mussten sie unverrichtete Dinge wieder abreisen, weil die Polizei Informanten einschüchterte und bedrohte. Einmal wurde sogar ein ganzes Dorf abgeriegelt. Geschafft haben sie es aber dennoch. Hier an den Ufern des Taihu, dem drittgrößten Binnensee Chinas, fühlt sie sich ihrem Mann besonders nahe. Xu Jiehua, die Frau des inhaftierten Umweltaktivisten Wu Lihong. 15 Jahre lang hat ihr Mann gegen die Verseuchung des Sees gekämpft, gegen gierige Fabrikanten und korrupte Politiker. Hat seinen Beruf geopfert, seine Ersparnisse und am Ende auch seine Freiheit. Dabei war er doch fast schon am Ziel, vor 2 Jahren, als ihn sogar der Staatssender CCTV besucht hat. Wu Lihong, ein gefeierter Umweltheld, der um seinen Heimatsee kämpft, furchtlos und unermüdlich. Der Verursacher anzeigt, Wasserproben sammelt, der deshalb seinen Job verliert, krankenhausreif geschlagen wird und der trotzdem weitermacht. Schließlich, im April vergangenen Jahres, wurde er doch verhaftet, brutal gefoltert und zu 3 Jahren Gefängnis verurteilt. Während des Prozesses stand mein Mann auf, zeigte seine wundgescheuerten Hände. 5 Tage und Nächte, sagte er, habe man ihn pausenlos verhört und gefoltert. Er ist an seinen auf dem Rücken zusammengebundenen Händen aufgehängt worden. Man hat brennende Zigaretten auf seinen Armen ausgedrückt. Es war grauenvoll. Aber den Richter interessierte das nicht. Der hatte ja, was er brauchte, Wu Lihongs Geständnis. Über 3000 Verschmutzer hatte Wu Lihong an den Zuflüssen zum Taihu-See angeprangert. Die bittere Ironie, kaum war der Umweltschützer verhaftet, trat ein, was er stets prophezeit hatte. Der See kippte ökologisch um. Millionen Städte hatten kein Trinkwasser, eine der größten Umweltkatastrophen Chinas. 2000 Chemiefabriken sollen nun stillgelegt werden. Doch bestraft wurde nur einer, Wu Lihong. Zu Hause, sagt Xu Jiehua, ist es jetzt still geworden. 2-mal im Monat packt sie, Besuchstag im Gefängnis. Ihr Mann, erzählt sie uns, wurde weggesperrt, weil er korrupten Provinzpolitikern auf der Spur war. Die Anklage, versuchte Erpressung, eine lächerliche Justizfarce, kein einziger Zeuge erschien vor Gericht. Seit der Verhaftung ihres Mannes wird Jiehua überwacht, bedroht und schikaniert. 2 Stunden dauert die Fahrt zum Gefängnis. Mit ihrem Mann darf sie dort nur per Telefon sprechen und ausschließlich über Privates. Wu, erzählt sie uns, dürfe nicht mal lesen oder Fernsehen gucken. Er verbringt jetzt seine besten Jahre im Gefängnis. Ich will der Welt sagen, dass ihm großes Unrecht geschieht. Mein Mann hat alles geopfert, um seinen Beitrag für eine bessere Gesellschaft zu leisten. Dafür darf man ihn nicht bestrafen. Auch heute ein trauriger Tag. Schon nach wenigen Minuten wird der Besuch rüde abgebrochen. Begründung, sie hätte ihren Mann in ihrem Heimatdialekt begrüßt. Im Gefängnis habe man gefälligst Hochchinesisch zu sprechen. So primitiv rächen sich Chinas Machthaber an ihren Kritikern. Peking, die Olympiastadt im Baufieber. Hierher soll die Welt schauen, hier will sich China im Sommer als moderne Hightech-Nation präsentieren. Und als stets sanft lächelnder Gastgeber. Charmoffensive der Olympiahelfer, die Weltpresse darf neue Kostüme bestaunen. Ein paar Ecken weiter, das andere China. In diesem Viertel wohnt unter strengem Arrest die Frau des kürzlich inhaftierten Regimekritikers Hu Jia. Hausbesuch mit laufender Kamera. Hier wimmelt es von Beamten der Staatssicherheit und die, obwohl offensichtlich überrascht, reagieren blitzschnell. In wenigen Sekunden ist das Haus abgesperrt.
Ein Kriminalfall werde hier untersucht, so die absurde Ausrede, Haus Nummer 37 sei deshalb heute nicht zugänglich. Wir gehen auf die Rückseite des Hauses, außerhalb der Umzäunung. Als sie uns sieht, kommt die Frau des Bürgerrechtlers mit ihrem Baby auf den Balkon, hält Ausschau nach ihren Bewachern, gibt uns ein Zeichen. Wir können mit ihr reden. Ihr Mann, erzählt uns Jin Yin, sei ganz plötzlich und lautlos verhaftet worden. Ich habe das Baby gebadet und als ich wieder ins Wohnzimmer ging, war Hujia nicht mehr da. Man hat mir alle Telefone weggenommen und das Internet gesperrt. Rückblende. Bilder vom August vergangenen Jahres, als wir den Bürgerrechtler und seine damals schwangere Frau noch besuchen konnten. Eingesperrt in seiner Wohnung hatte Hujia seine Belagerung mit einem selbstgedrehten Video dokumentiert. Titel: Gefangen in der Freiheitsstadt. Vor dem Hauseingang Polizeiautos rund um die Uhr. Und seine Bewacher, die sich beim Kartenspielen vergnügen, alles aus dem Fenster gefilmt. Wenn Hus Frau, die damals noch nicht unter Hausarrest stand, zur Arbeit ging, wurde sie von Zivilpolizisten ganz offen belästigt und eingeschüchtert. Von einem Freund gefilmt, hält Jin Yin ihren Peinigern dieses Schild vor die Nase. Schämt euch, eine Frau zu belästigen. Über 400 Tage muss sie den staatlich verordneten Terror nun schon ertragen. Ob sie glaube, fragen wir Jin Yin, dass ihr Mann noch vor den Olympischen Spielen freigelassen wird. Nein, ich bin da nicht sehr optimistisch. Selbst ich fühle mich ständig bedroht. Wenn sie sogar mit mir so umgehen, sagt sie, was tun sie dann erst mit Hujia? Dies war das letzte Mal, dass Jin Yin mit Journalisten sprechen konnte. Denn seitdem ist auch die Rückseite gesperrt im Namen einer Baufirma. Der harmlose Anstrich, pure Heuchelei. Wir sind unterwegs in der Provinz Shandong, Ostchina. Hier, in diesem kleinen Bauerndorf, wohnt die Frau des inhaftierten Rechtsanwalts Chen Guangchang. Die letzten Meter zu Fuß. Kaum haben wir das Haus erreicht, stürzen sich die Bewacher auf uns. Angeheuerte Schläger mit Steinen bewaffnet. Die Kamera setzt aus, wir entkommen nur mit knapper Not. Aus der Ferne sehen wir die Frau, die verzweifelt versucht, Kontakt mit uns aufzunehmen. Vergeblich. 2. Versuch. Im Schutz der Dunkelheit erreichen wir das Dorf. Hier, bei Freunden, warten wir auf die Frau des Dissidenten. Ihre Bewacher sind ihr bis an die Hoftür gefolgt. Yuan Weijing lebt unter Hausarrest. Die Polizei lässt sie von gekauften Schlägertrupps bewachen. Denen ist sie schutzlos ausgeliefert, seit 2 Jahren schon. Brutale Kriminelle, die rücksichtslos zuschlagen. Selbst ihr Anwalt wurde mehrfach verprügelt und schwer verletzt. Vor dem Prozess haben sie Bauern aus unserem Dorf abgeholt. Sie sollten meinen Mann beschuldigen. Als die Bauern sich weigerten, wurden sie so lange gefoltert, bis sie die vorformulierten Aussagen auf Video gesprochen haben. Sie haben sich später bei mir entschuldigt. Vor dem Richter wollten sie ihre Aussagen widerrufen, doch auf dem Weg zum Prozess hat man sie, genauso wie unseren Anwalt, einfach abgefangen und zusammengeschlagen. Ihr Mann, Rechtsanwalt Chen Guangchang, ist blind. Er vertrat Bäuerinnen, die zu Zwangsabtreibungen gepresst wurden. Fotos dokumentieren die entwürdigende Brutalität der Polizei. Täglich wurden die Frauen auf die Wache geschleppt und verprügelt. Doch im Gefängnis landete nicht etwa die Folterbande, sondern brutal zusammengeschlagen der blinde Rechtsanwalt. 4 Jahre Haft wegen Störung der öffentlichen Ordnung. Mein Mann wird im Gefängnis schlechter behandelt als alle anderen Gefangenen. Er darf keine Blindenschrift lesen, nicht Radio oder Musik hören, nicht mal mit anderen Gefangenen reden. Man hat ihn von der Außenwelt total isoliert, er ist völlig hilflos. Er ist auch misshandelt worden und weiß nicht mal von wem. Yuan Weijing ist Lehrerin, sie hat einen kleinen Sohn, ihren Job hat sie verloren. Jetzt kämpft auch sie, ganz auf sich allein gestellt, um ihren Mann.